Band die Steine bei den Tempeln der Echsengötter. Nur wer die heiligen Steine, nur wenn der heilige Stein in den Tempeln berührt wird, versiegt der Strom der Schuppenkrieger. Doch Vorsicht, Seelenspiele bewachen die Tempel und werden die gespannten Steine wieder erwecken. Band den Stein im ersten Tempel. Berührt den Stein, um seine Macht zu bannen. Achte darauf, dass kein Seelenspiel ihn wieder erweckt. Ja, durchbrech die Blockade. Durchbrecht die Blockade im Schlund und dringt zum Knochentempel vor. Die Garde des Maskierten versucht noch immer, euch aufzuhalten. Durchbrecht ihre Reihen und dringt zum Knochentempel vor, wo der Maskierte seine Vereinigung mit Belial vorbereitet. Oh ja, arg langsam jetzt. Was? Was denn, Ja. Jan? So, da können wir den ersten Steinbruch errichten. Arbeit. Und eine Holzfällerhütte. Einfach mal hier so in die Pampa setzen, oder? Ja, setzen wir die hier so hin. Hütte fertig. Ja. Das Gebäude ist einsatzbereit. Stehe bereit. Alles klar. So. Jetzt müssen wir leider etwas warten, bis sich die Wohnkraft regeneriert. Solange können wir Ressourcen für den Bau sammeln. So, fangen wir erstmal mit den Orks an. Dass wir auch ein paar Lenia-Sammler und andere Sachen zusammenkriegen. Dann kann ich nämlich hier mit ein paar Brandern unsere Verteidigung verstärken. Ich brauche hier drüben dann noch einen zweiten Holzfäller dringendst. Also mit Brander mache ich Feuerwerfer, weil Brander sind ja die Jungs hier. Ist was. Dorthin also. Mit kleines Haupthaus. Was brauche ich eigentlich für Brander? Schamanenhütte, Blutheiligtum. Ja. Fürs Blutheiligtum brauche ich, glaube ich, leider ein mittleres Haupthaus, genau. Ein Schar Blasrohrjäger. Wenn mich von der Seite aus angreifen. So, ihr Lenia pflücken.
Ein Schar Speerträger, okay. Dann gleich nochmal 5 für den Holzfäller, den zweiten. Das Gebäude ist einsatzbereit. Gut, Nahrung sammeln überlasse ich auch den Orks. Am besten. Die Rune befiehlt. Auf dem Weg. Für das Licht. Sie sind überall. Schließ die Reihen. Feindlicher Angriff. Okay. Sehr schnell tot. Sehr schön. Was wollt ihr? So, zweite Holzfällerhütte hierhin. Wobei ich auch von den Trollen, ja, Trolle jagen. Und Orks züchten Schweine. So wird es am besten sein. Hier ist genug freie Fläche für die Schweinezucht der Orks. Also die Wildschweinzucht. Die Rune befiehlt. Alles klar. Oh. Kein Keulenschnitt, sondern eine Brutstätte. Ja, wäre auch nicht schlecht, die zu bauen. Erst einmal. Schließ die Reihen. Blasrohr und Speerträger, das ist noch alles verkraftbar. So, jetzt bauen wir mal das kleine Haupthaus von euch. Zeit zu sterben. Wohin? Ach, ihr baut mir auch gleich mal das mittlere Haupthaus von den Orks auf. Naja, von mir aus ruhig dahin. Ja.
Und ihr prescht bitte nicht so sehr vor. Achtung! Schließt die Reihen! Verteidigt euch! Lasst uns lieber Krieg führen. Na los! Zeit zu sterben! Gut, ihr... Ach ja, ich brauche noch einen Troll. Ja? Und ich glaube, ich baue das große Haupthaus der Orks, dass ich einen Ork-Titan beschwören kann, statt einem... Ja. Also auch gleich mal das mittlere Haupthaus hier irgendwo hin packen. Wenn's sein muss. Hier. Gut, das ist die Frage. Fange ich gleich mit der Nahrungsversorgung an? Sollte ich eigentlich am besten? Keine Last! Wobei ich auf der anderen Seite erstmal ein paar Feuerwerfer auf der Seite bräuchte. Weil hier ist ja die Verteidigung recht dünn. Was wollt ihr? Lasst uns lieber Krieg führen. Was wollt ihr? Arbeit, immer nur Arbeit. Hier, sofort. Achtung! So. Die Trolle sind auch wieder so weit. Nein. Ach ja, stimmt. Ich brauche für den Keulenschnitzer ja auch noch einen... Wenn's sein muss. Troll. Sie zurück! Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja! Ja, schon gut. Das Gebäude ist einsatzbereit. Lasst uns lieber Krieg führen. So, Keulenschnitzer ist fertig. Dann die Steinwerkstatt. Können wir hier unten errichten. Verstärkt die Deckung! Das Gebäude ist einsatzbereit.